Oh, hui, eine starke Druckwelle. Und damit, hey Leute, was geht ab? Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Inside. Hier haben wir die magische Druckwelle, die ich jetzt, ich würde mal sagen, uiuiuiuiui, das ist knapp, nicht ganz so nice finde. Aber darüber lässt sich streiten. Ja, halten. Nochmal kurz warten. Ich bin mir sicher. Das Ganze. Ist vermutlich tödlich. Okay, wir steigen erstmal direkt wieder ein. Beim letzten Mal sind wir so ein bisschen. Keine Ahnung. Letztes Mal war weird, so. Okay. Hoch, hoch, hoch. Yo, okay, ist nicht machbar. Warum ist das Spiel so brutal? Boah, was? Hä, wie schwer ist das denn? Oder stelle ich mich gerade nur ultimativ doof an? Ich glaube, ich verstehe. Nee. Nee, weiter, weiter, weiter. Das ist unfassbar mieses Timing. Ja, ich glaube, jetzt müssen wir rennen. Ui! Lauf, lauf, lauf! Okay, wir haben's. And the moment I said it. Da geht's dann doch noch ein bisschen weiter. Okay. Oh, ich bin drin. Oh, nee. Bleib erstmal hinten. Lauf, lauf, lauf. Oh, 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 ich kann das mitziehen. Okay. Oh, ey, haltet einfach X gedrückt. Ihr macht alles richtig. Fall ich hier jetzt nicht runter? Nee. Okay, hier müssen wir das Ding schon wieder abgeben. Da ist eine Blockade. Oh mein Gott. Ich sehe es, da wären wir auch wieder in diesem Dings gewesen. Das ist grausam schwer. Aber okay, wir haben bis jetzt gut gedodged, würde ich sagen. Wir sind durch?
Adida. Hihihu. Oh, erst aufmachen, ja. Ich guck meistens, kann ich halt X gedrückt und laufe in eine Richtung. Wobei das Spiel, muss ich schon sagen, ist sehr ästhetisch. Also es hat dieses Gefühl von Angst oder Furcht. Oh, nee. Das macht es ziemlich gut. Wir sind unter Wasser. Hier. Ich muss es erst aufmachen. Schwimm. Schwimm. Ich weiß, im Wasser könnte was sein. Aber das werde ich jetzt nicht prüfen. Okay, aber wir leben noch. Banga. Okay, es geht wieder runter. Jo, aber wir sind durch. Ich mag es nicht, wenn es so dreidimensional nach hinten geht, da könnten Hunde sein. Das finde ich nicht schön. Einfach schwimmen. Zack! Hier kann ich aber auch runtertauchen. Das machen wir gleich. Ah, da muss ich sogar lang. Okay. Links ist ein Knopf. Wir gehen erstmal zum Knopf. Was geht? Schönes Wetter heute. Ja, bisschen zu warm, würde ich sagen. Falls ihr Rauschen hört, das ist mein Ventilator. Ja, ey, ist cool. Kann ich weitermachen? Ist okay. Ich schätze mal. Ich hoffe, ich... Hä? Ja, ich glaube, so soll es gemacht werden. Wenn er oben ist, bam. Genau, weil der bleibt dann da oben. Das haben wir, glaube ich, in der letzten, vorletzten Folge gelernt, dass das funktioniert. Und wenn ich jetzt von hier hochschieße, komme ich höher. Genau. Weil das nicht an die Höhe von der Erde gebunden ist, sondern an die Höhe, auf der es liegt. Macht Sinn? Ich weiß. Lichtschein? Ist okay. Ich soll da runter... Soll ich springen einfach? Nein, bitte! Und wünsche ich dir heute. Flieg, mein Freund! Easy. Oh nee, der schwimmt so schon. Ich glaube, der schmeckt uns schon. Ich glaube, ich muss hier hoch. Da oben geht's weiter. Weil lass uns mal nicht weiter schwingen. Oh, da hinten könnte aber noch ein Secret sein, gell? Ich muss es probieren. Wenn ich jetzt sterbe, Leute, dann bin ich tot. Glaubt es oder glaubt es nicht? Ich schwinge so weit ich kann nach rechts. Und wenn da hinten nichts ist, Leute, dankt mir später. Oha.
Lass uns mal erstmal schauen, was hier oben. Vielleicht geht's hier oben tatsächlich auch. Ja, dachte ich mir. Dass wir, wenn wir von hier oben springen, die Tiefe haben, da durch. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Oh, ich würd niemals aus so einer Höhe Wasser hüpfen. Hier ist es so nah. Unentspannt. War das eine gute Idee? Ich denke nicht. Warum ist dieses Ding so ultimativ schnell unter Wasser? Warum will es uns töten? Oh, hier gibt es einen Button. Okay. Wir müssen dieses Viech jetzt hierher locken. Und jetzt ist es da und dann können wir rechts. Oder ich hätte da abspringen müssen. Ayabanga! Es kommt doch. Oh mein Gott, es kommt! Wuhu! Da hat's wohl jemand nicht geschafft. Warum war dieses Ding eigentlich wieder da? Oder das ist jetzt ein anderes Ding, weil das war ja auch vorher in diesem Dreier-Dings eingesperrt. Könnte auch was anderes gewesen. Das fällt runter. Ja, nee, tut es. Relativ mit Kraft. Von mir. Ich habe nicht genug Anlauf genommen. Okay, müssen wir erstmal eine Weile schwingen. Funktioniert das eigentlich wirklich so, dass man so schwingen kann? Okay, aber wir sind durch. Das ist schon mal was Schönes. Laufen mal zu der Tür hin. Ist das eine Tür? Luke. Bunkertür. Die wir einfach aufschieben können. Ja, okay. I hab's kapiert. Nicht dein Ernst, dass ich... Okay, tot. Was macht dieses Ding eigentlich genau? Es ertränkt uns einfach, okay. Hätte ja auch eine andere, deepere Bedeutung haben können, tatsächlich. Mache ich das so richtig? Ich habe es jetzt aufgemacht, um dann gleich rüber zu schwimmen und es zuzumachen. Put. Komm, put. Put. Ey, das Spiel spielt mit euch. Ihr spielt nicht das Spiel spielt euch. Jetzt können wir wieder... Oh. Ja. Fuck. Geht's hier weiter? Ja, hier rechts. Es schwimmt eine Box im Wasser. Und hier geht's hoch. Weiß ich, soll ich hier hoch? Ja, ich glaube schon. Wird uns hinten ein Schatten hingeworfen? Ja, wird. Nein! Kann ich mich befreien? Nee, tot. Okay, Hallo? Das ist eine lange Todesanimation. Ich glaube, man hätte da vielleicht langsamer klettern müssen oder so. Ich weiß es nicht. So? Oder ist das gescriptet hier? Weil die Animation geht nicht weg. Es passiert jetzt irgendwas, I think. Maybe. I think. Irgendwas muss jetzt passieren. Wird die Animation so lange dauern? Wen? Wartet. Oh.
Hört ihr das? Nee, perfekt. Weil wenn das direkt ins Mikrofon pustet, ist ein bisschen blöd. Okay. Ja, ich würde sagen, das ist normal, dass wir von komischen Unterwasser-Menschen, Wesen, keine Ahnung, komische gelbe Dinge an unserem Bauch angesteckt bekommen. Ist das ein Fischernetz? Mit Loch drin? Kann ich irgendwas machen? Tatsächlich nicht. Oh, aber da kommen auch schon Fische. Ah, ich war gar nicht so weit weg mit meiner Vermutung. Kann mich nicht bewegen. Oder sind wir schon am Ende des Spiels? Ist das das Ende? Dass wir sterben? Mir wurde gesagt, das Spiel geht länger. Ja, wobei, immer 20 Minuten. Ne, wir sollten noch am Anfang sein. Oh, da ist was Gelbes, da ist was Gelbes. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber relativ rechts. Weil doch, ihr solltet RGB-HDR-Ausgabe haben. Es muss noch weitergehen. Weil, ja. Oh. Ah, jetzt ertrinke ich. Ja, oder halt auch nicht. Fishman ist am Start. Okay, es scheint nichts mehr zu sein. Muss ich jetzt wieder ganz nach oben schwimmen? Moin Werner, was geht? Ja, ja. Muss ja nicht. Da. Jo, perfekt. Ich bin nur ein bisschen am Rumschwimmen, weil ich keine Ahnung habe, was ich eigentlich machen muss. Okay, wir scheinen aber auch nicht mehr nach oben zu kommen. Hier durch? Ah. Ich wollte noch unten nach diesem Ding gucken. Warte, wir gehen erst unten gucken. Wohin denn die gelbe Schnur führt? Weil das ist erstmal wichtiger, meiner Meinung nach. Hier rein. Ja. Hier vielleicht irgendwas am... Tachchen. Boden, was uns helfen kann. Liegen auf jeden Fall Kassetten. Ich will es auch nicht im Internet nachgucken. Ich bin mir sicher, es ist rewarding, wenn man das alles macht. Ich würde gerne nachgucken, aber immer wenn ich das Fenster vom Spiel verlasse, stürzt es ab. Das heißt, ich kann hier ja laden. Ich merke mir diese Location. Den Fischen. Fisch. Und dass es da eben eine Kugel gibt. Zeit. Perfekt. Ja, dann weiß ich das und dann kann ich da nochmal nachgucken und dann in der Zusatzfolge vielleicht das nochmal machen. Was heißt Zusatzfolge? Ich schneide das hinten dran. Oder haben wir vielleicht schon mehr verpasst? Dann gibt es eine Zusatzfolge. Wenn wir mehr verpasst, dann mache ich eine Zusatzfolge und wenn nicht, dann schneide ich das einfach. Jo, was geht? Seid ihr auch ein bisschen am Schwimmen? Ja? Ah, fein. Wir sehen uns, gell? Ich muss ein bisschen noch weiter nach rechts. Das ist mein Ziel. Der Weg ist das Ziel, nicht das Ziel. Habe ich letztens gelernt. Weiß nicht, ob ich das gut finden soll, dass Fische mich verfolgen. Und die Musik ist sehr ästhetisch. Also jetzt mal for real, das ist sehr gute Musik. Das ist Horror-Unterwasser-Theme. Aber es ist nicht so, dass es Horror ist, sondern eher so gruselig. Keine Ahnung, wie ich mich gerne... Da oben könnte was sein. Ist aber nicht. Dann down. Ich hasse Riesenareale. Vor allem, wenn dieses Wasserwesen zurückkommt. Ich weiß nicht, ob es zurückkommen kann. Aber wenn, fände ich das nicht so schön. Muss hier rein, vermute ich.
hier wird immer was rausgepostet. Ich muss mich hier festhalten. Dachte ich mir. Das rote Ding da oben war schon so extrem. Moin Werner, hat's dich erwischt? Okay, das war so stark beleuchtet. Hui! Angenehm. Ich glaube nicht, dass es da weiter nach rechts geht. Oh, werden wir jetzt hier rausgesaugt? Nee. Eher nach Kanalisation aus als nach wirklichem. Oh, hier geht's runter. Ich muss ja keine Angst mehr vor dem Ertrinken haben, deswegen können wir ganz entspannt lang schwimmen. Oh! Ja, nice. Okay. Random. Da war kein gelbes Kabel oder so. Aber er hat sich halt so komisch geduckt und da dachte ich, das ist schon ein bisschen sassy. Er ist halt in diese Schwimmanimation, da habe ich nach unten gedrückt. Hier ist aber irgendwie auch nicht. Also hier unter Wasser ist nichts. Oder bin ich einfach nur ein bisschen blöd? Okay, keine Ahnung. Jetzt haben wir schon zwei, die fehlen. War in welcher Location? Sumpf. Nee, nicht Sumpf. Abwasser. Dann kann ich da im Internet nachgucken. Dann sammeln wir das dann beim nächsten Mal noch ein. Nein, ich hab's geladen. Ich bin so blöd. Wobei eigentlich nicht. Muss ich nicht zurückschwimmen. Vielleicht muss ich da auch... Nee, da ist ja gar nichts. Hier eben. Du läufst hier so lang. Und hier seht ihr auch, hier ist eine Kante. Und er geht auf einmal in die Schwimmanimation. Hier. Und da sieht man genau, dass man da tauchen kann. Oh, oder wir springen jetzt von da oben mal runter. Ja, oh, daher kommt der Lichtschein. I see. Ja, tot. Okay, wenn er nach rechts geht, müssen wir da dran drehen. Preis von der Zeit nicht. Ich weiß, die heutige Folge ist wieder etwas länger. Aber ich würde sagen, das machen wir jetzt hier noch kurz. Wir sind ja die einzig waren Ultra-Profis hier. Und nicht in den Kegel rein. Und drehen und drehen und drehen und drehen und... Hol die da! Okay. Tot. Weil er auch noch in die falsche Richtung dreht. Sag mal, du bist schon ein bisschen stupid, oder? Sag mal, Hans hier. Okay. Let's go. Oh mein Gott, ist das knapp.
Okay. Der ist machbar, oder? Nee, der ist nicht machbar. Lieber nochmal eine Runde durchatmen. Uiuiui. Und immer so halb drunter platzieren. Der Lichtschein ist sehr groß, der soll uns hier aber nicht kriegen, ja. Lieber noch eine Runde durchatmen, weil das da oben, vielleicht auch wenn ich auf der Plattform oben bin, könnte es uns noch erreichen. Deswegen, lieber nochmal. Wird schon seinen Grund haben, warum das bisschen nach hinten drehbar ist. Ja, ja, guck, das kann bis nach oben gehen. Ja, guck da. Ihr wisst, was ich meine. Oh, nee, andere Sache. Wir müssen auf das Ding drauf. Och, jetzt muss ich nochmal bewegen. Die Folge heute wird halt ein bisschen länger. Ich hoffe, ich störe das nicht. 30 Minuten sind viel, ich weiß. Es tut mir leid, aber... ich habe da jetzt keine Lust, deswegen jetzt aufzuhören. Oh, das hätte sogar knapp werden können. Ich bin halt ein bisschen stupid von Beruf. Und ihr so... okay, dann können wir jetzt noch ganz kurz durchatmen und sobald wir oben sind, beende ich die Folge. Deswegen sage ich einfach schon, wenn euch das Ganze gefallen hat, dann zeigt das gerne mit einer positiven Bewertung. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es rechts weitergeht. Bis dann und ciao, ciao, Leute.